Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ich bin ein Idiot. Naja, beziehungsweise nicht unbedingt ein Idiot, aber es hätte mir eigentlich eine Stimme auffallen können. Der Soldat, der weggerannt ist, war wirklich absolut gar kein Problem und er hat auch nicht Alarm geschlagen, weil das Meryl war. Ich hätte ihr einfach nur folgen müssen. Ah! Echt, ey, ich krieg 'ne Krätze hier. Das Spiel ist mir zu schwer, ich spiele was anderes. Ah, nee, ey. Oh. Ach, du gehst da lang. Ja, okay, dann gehe ich hier lang. Ja, komm, mach hin. Eins, ja. Ich muss nochmal durch den ganzen Schnee zurücklaufen und sowas. Yay! Gut, dass die Laser da jetzt wenigstens ausgeschaltet sind in diesem Eingang, ey. Alter. Das war so unnötig von mir. Ach ja, ich muss ja dann einfach hier lang. Gut, ich hab noch so gerade gedacht, bitte seid aus. Aber ja, sind sie ja auch. Wenigstens kommen wir hier jetzt relativ schnell durch. Die eine Mine ist ausgelöst worden, ne? Alles okay. Alles tutti. Brav, die ist auch immer noch weg. Sehr gut. Achso, nee, warte mal. Ich habe ja das Ding gar nicht gerade ausgerüstet. Mine. Jetzt bist du natürlich wieder da, du kleine Drecksau. Boah, nee, ey. Das ist so böse. Vor allem, dass die auch gefühlt in eine gewisse Richtung aber schauen, finde ich sehr interessant. Ich könnte versuchen, hier lang, hier vorbeizukommen. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Quicksave. Autsch! Okay, ist aber halb so wild. Hat mir nicht so viel abgezogen, wie wenn sie in meine Richtung guckt, gefühlt, ne? Sind hier jetzt mehr Minen irgendwie drinne? Sieht für mich gerade ein bisschen so aus. Ich guck gerade nur auf die Karte, nicht wirklich auf das, was an sich so hier passiert. Oh Gott sei Dank, ich bin jetzt hier mal durch. Und Gott sei Dank siehst du mich hier nicht. So, Quicksave. Verdammte Scheiße. Gott sei Dank. Alter, ich hab's geschafft. Puh. Fürs Erste. Ich muss nur jetzt wieder alles so gut schaffen, halt wie vorher. Das kann was werden. Fuck. Bin gar nicht hier. Du weißt nichts, John Schnee. Gut. Yay.
konnte die Kugel noch mitnehmen. Ringe, Ringerei. Och nee, es ist der andere hier. Meine Güte, ist das hier heikel. Holla, die Waldfee. Aber ich bin schon mal oben. Das ist schon mal viel wert. Könnt ihr mir noch ein bisschen bei meinen Skills hier zugucken, weil ich hätte ja auch offplay natürlich dahin laufen können schon mal, aber ich dachte mir so, ach nö. Und ich hatte übrigens auch ein Item vergessen, was vielleicht auch wichtig werden könnte. Das nehme ich mir auf jeden Fall auch mit, bevor mir wieder was Wichtiges fehlt. Darf's auch wieder gehen. Ja, komm noch mal kurz her. Ne, guck dir diese wunderschöne Kiste an, hinter der ich stehe, beziehungsweise die zwei Kisten. Die sind echt wunderschön, ich weiß. Na komm, jetzt geh endlich. Ha, noch mal hier das Tor genau beobachten. Das ist so wunderschön. Ich liebe meinen Job. Ich liebe dieses Leben. Ich liebe meine Kollegen. Okay, ich gehe. Danke. Na komm, 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 komm. Danke. Erstmal glaube ich, B2 war das mit dem Gas? Fragezeichen? I'm not sure. Ja, hier bin ich richtig. Ich brauche dann doch nochmal auch eine Dingensgranate. Hier, Chaff. Genau, Elektronikgedöns, bla bla. Denn hier ist eine Gasmaske noch versteckt und die könnte natürlich von Nutzen sein. Die ist in dem Raum mit der Überwachungskamera. Da wollte ich nicht rein, wegen Überwachungskamera, aber ja, ja hier. So, ne? Die will ich ja nicht hier lassen. Das finde ich auch cool, dass sogar mein Überwachungsgerät da natürlich dann durchgestört wird. Das finde ich schon eine nette Sache. Aber wir haben die Gasmaske, das ist die Hauptsache. Und jetzt können wir noch in den anderen Stock wieder. Na komm. Wenn der Fahrstuhl sich mal hierher bequemt. Komm, ich will mit Meryl reden. Wir müssen hier von hier entkommen. Hallo? Der braucht aber lange. Alte Technik, wie auf der Arbeit. So, komm. B1. Ich könnte den Part natürlich theoretisch schon beenden, dann wäre das was für Opti, aber nö. Scheiße, sag mir nicht, ich komme jetzt hier nicht rein. Jetzt muss ich nochmal die eine Wache auslösen. Weißt du, diese eine ganz spezielle Wache. Oder ist sie das hier, vom einen Restroom zum anderen? Habe gespeichert. Hallo. Nein, du bist es nicht. Du bist nicht Meryl. Okay. Bist du Meryl? Meryl. Ja, sie ist es. Sehr gut, finally. Hey, ich habe sogar ein Spiegelbild, ne? Cool, die Frisur sitzt. Geil, okay, weiter. Die hat sich aber schnell ausgezogen. Also muss ich ja wirklich mal sagen, wo ist sie denn bitte schon hin? Ist sie ins Klo gefallen? Don't move. Dreh dich ja nicht um, ich bin nackt. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men.
Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, and guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be three keys. This is all I've got. Where could the other two be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a 50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh. So I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my 45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me.
Ja, aber Memory, ich will erstmal den Part beenden. okay. Aber ich sehe ja ihr Blickfeld da, sie bleibt da ja brav stehen, alles gut. Wir haben gar keine Musik. Lol. Okay, Fakt ist auf jeden Fall, wir haben jetzt eine Karte von ihr bekommen, die dafür halt da ist, um Metal Gear im letzten Moment zu stoppen, ne, wovon Baker uns ja schon erzählt hatte. War das Baker oder der andere? Egal. Einer der beiden Typis auf jeden Fall schon geredet hatte, so, ja, wenn alles scheitert und wir aber die Karten noch rechtzeitig reinstecken, dann ist es alles okay. Dann können wir das noch aufhalten. Aber, ja, er hat auch gefragt, ja, wo sind denn die anderen beiden? Es müssen doch drei Karten sein. Und sie so, ja, das ist aber alles, was ich habe. Und natürlich hat er erstmal auch direkt mit ihr geflirtet, so, ne, so, ja, ne. Ja, weil sie ja gefragt hat, hey, wie hast du mich erkannt? Und dann so, ich vergesse doch niemals eine Lady. Und dann, ach komm, Snake, ist das jetzt wirklich der richtige Moment, um mit ihr zu flirten, ne? Und, ja, was soll ich sagen? Sie hatte so ein komisches Tattoo am Arm, haben wir ja gesehen. Das ist auf jeden Fall nicht echt, meinte sie. Das ist halt nur das Zeichen von Foxhound, weil der ihr Onkel ist, ne, der Colonel und wir. Und sie findet, dass wir halt richtige Helden sind, die wahren Helden dieser Welt. Und Snake hat nur gesagt, es gibt keine Helden im Krieg. Alle Helden, die ich kannte, sind tot oder im Knast. Und ja, sie hat dann so gesagt, alles, was ich wollte, war doch jemals nur Soldatin zu werden. Ne, wenn ich mich im Spiegel ansehe, dann will ich doch jemanden sehen, auf den ich stolz sein kann und sowas, ne? Und ja, ich war halt niemals zufrieden quasi mit der Person, die ich vorher im Spiegel gesehen habe. Und er sagt dann so, ja, sieh dich jetzt noch ein letztes Mal gut an, denn das wird jetzt lange dauern, bis du dich wieder im Spiegel ansehen kannst. Und dann so, ja, wahrscheinlich. Und er hat auch gesagt, so von wegen, das ist jetzt hier keine Trainingseinheit oder das ist halt keine Übung, ne? Das, wenn wir jetzt hier versagen, dann sind wir Wurmfutter. Und ja, hat sie uns auf jeden Fall zugestimmt. Und wir müssen ihr jetzt auf jeden Fall halt folgen, um dahin zu kommen, wo wir hin müssen. Sie kennt sich ja angeblich besser aus als wir, aber wir speichern jetzt und ich beende definitiv meine Aufnahmesession für heute. Genau, wir sind sogar schon richtig eingestellt. Hey, Mei-Ling, was geht ab? It's a good thing you hooked up with Meryl. You should have seen the Colonel. He doesn't like to let it show, because he's the boss, but he was so happy he could barely contain himself. I'm glad to hear that. Dann rufe ich noch mal eben kurz vorher auch den Colonel an, bevor ich den Part beende. Talk to you later, Snake. Ja. So, Colonel war 85. Oh, so kann ich das auch. Ach, guck mal, wenn ich nach unten drücke, dann sehe ich das hier direkt so. Master? Wer ist denn bitte schön der Master? Ach, das ist dieser Dr. McDonald, unser Brillenfreund auf jeden Fall. Aber okay, ich schalte lieber so durch, weil den Colonel habe ich hier gar nicht drin. Warum nicht? Kann ich den jetzt irgendwie nicht anrufen oder sowas? Oder was ist hier los? Colonel, your niece is fine. Thank goodness. We can't relax. Not yet. I know. Snake. She is quite a woman. As commander of this operation, I can't ask you to watch after Meryl, but... Duty first? Maybe I was wrong. Sending my own flesh and blood to war. She understands about duty. I know she does. But what I want to know is, what was the real purpose of this military exercise? I don't know. Like I said, I'm nothing more than a middleman. Is this transmission being monitored by the military? Of course. I get it. All the world's a stage and we're merely players, right? Yes. But even players can influence the play. I just hope we can prevent it from having a bad ending. Er war also auch mehr oder weniger daran schuld, sie in den Krieg zu schicken. Das war nicht nur von ihr aus, okay. Eine Sache, die ich eben noch vergessen habe zu übersetzen, war zum Beispiel, dass Snake erstmal gar nicht wollte, dass Meryl mitkommt. Er hat gesagt, ja, du hältst mich doch nur auf. Und er so, nein, ich halte dich nicht auf, versprochen. Und dann so, ja, und was, wenn du es doch tust? Dann kannst du mich erschießen. Ich mag es nicht, Kugeln zu verschwenden. Ja, okay, dann halt nicht. So nach dem Motto, wo ich auch dachte, nett. Ich hätte schon beinahe auch nett gesagt, aber dann haben die schon weiter gelabert, weshalb ich dann den Mund gehalten habe, aber Alter. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Und Meryl meinte auch noch außerdem zu Snake so, ja, du bist doch wirklich ein wahrer Held noch hier, oder nicht, Snake, ne?
Du kämpfst doch für andere Menschen. Und dann so, nein, ich habe niemals für jemand anderen als mich selber gekämpft. Deswegen, ach, alles traurige Geschichte. So, aber jetzt würde ich hier speichern und Part beenden. Wir haben zwar gerade eben erst gequatscht, aber hi. You called Snake? Yes. Jetzt laberst du mich wenigstens nicht zu. Machen wir mal eine neue File. Mei Ling, how did you get into this line of work? Oh. The truth is, I always wanted to become a fighter pilot. I fell in love with jets watching them in the movies. You'd be surprised how many people say the same thing. But I didn't want to kill people. That's when I heard that the US Air Force needed people to do BDAs, battle damage assessments. Those are the guys whose job it is to confirm how successful a bombing run was. Yeah, so I started to do research into aerial photography and air intelligence. I made it my major. But there are no pilots who only do BDAs. That's right. But by the time I learned that, I was already an expert in my field. Süß. Also je öfter wir irgendwie mit ihr auch reden, desto mehr erfahren wir über sie. Sie wollte eigentlich Kampfpilotin werden, weil sie halt die Jets in Filmen immer so toll fand. Ist ja süß. Deswegen ist sie eben das zu dem ganzen Ding hier quasi gekommen. Das ist wirklich süß. Ich würde jetzt gerade irgendwie einfach nur gerne knuddeln, weil das ist einfach nur so niedlich. Weißt du, die meisten Leute sind halt wirklich in das ganze Ding verwickelt worden, einfach nur, weil sie irgendwas machen wollten, wo sie entweder ihre Kindheitsträume mit verwirklichen konnten oder halt damit andere Leute stolz auf sie sind, wie halt Familienmitglieder oder Freunde halt, ne? Ordacon wollte ja, wie gesagt, diese Kampfroboter bauen, die er in Animes gesehen hat, und deswegen ist er halt zur Wissenschaft gegangen, zur Forschung. Meryl wollte einfach nur Soldat werden, weil sie findet, dass die anderen Leute wie ihr Onkel und Snake hier halt so richtige Helden sind. Ne, dann die kleine Mei Ling, die wollte eigentlich nur Pilotin werden, weil sie halt die Jets aus den Filmen so toll fand. So hat jeder irgendwie seinen kleinen Traum und das irgendwie so halbwegs zumindest verwirklicht. Ich finde das gerade richtig süß. Ich würde mal gerne mehr über Naomi eigentlich noch erfahren, aber sie können wir einzeln auch irgendwie so gar nicht anrufen. Es geht immer nur in Verbindung mit dem Colonel gefühlt. Deswegen, schade, aber naja, egal. Außerdem habe ich mir noch eine Nummer übrigens aufgeschrieben, wo ich nicht mehr weiß, wer das jetzt eigentlich gewesen ist. 141.52. Das können wir demnächst mal nochmal ausprobieren, wer das überhaupt war, damit ich mal einen Namen dazu habe hier auf meiner Liste mit den ganzen Nummern, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber naja, ist erstmal halb so wild. Ich könnte auch Ordacon natürlich anrufen und ihm auf jeden Fall erstmal sagen, hey, ich habe Meryl gefunden, ne? Schon mal, dass er unbesorgt sein kann, aber naja, mal schauen. Egal. Auf jeden Fall war es erstmal mit diesem Part, denn der ist lang genug geworden. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß damit, auch wenn es erstmal am Anfang so ein bisschen doofes Rumgelaufen war. Aber hey, wir hatten auch wieder eine schöne Katze mit Meryl. Wir sind jetzt mit ihr hier zusammen unterwegs. Und das ist doch schon mal eine Menge wert. Von daher schaltet wieder beim nächsten Mal auch ein. Es lohnt sich, denke ich mal. Und bis dahin macht's auf jeden Fall gut und euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.